Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Leuchtende Perle. Und ich habe, wird es ein Doppelkampf? Ich habe das Gefühl, dass wir nochmal kurz einen Abstecher in die Höhle machen müssen, weil ich glaube, dass wir auf diesem Pfad dann zur nächsten Stadt kommen. Und zwei Pachirisus. Könnte interessant werden. Hol mal Kleinstein rein. In der Hoffnung, dass Kleinstein da ein bisschen was machen kann. Hallo Kleinstein. Ja gut, Zuckkipi. Stört mich jetzt nicht so sehr. Zwar wenn beide auf Plimper gehen, finde ich das schon hart assi. Ach stimmt ja, Flug. Okay, ich bin gespannt, was passiert. Ja, okay, Kleinstein hat nur noch einen Angriff von 5. Läuft. Irgendwie habe ich da gerade kein gutes Gefühl bei. Ja, beidem natürlich. Ja, okay. Degradiert meine Pokémon komplett mit ihren Statuswerten. Ist okay. Reicht doch. Coole Augen. Ist okay. Ja, also wirklich, diese Pachirisus, die sind wirklich krasses Doppelteam, was es heißt, Werte zu sinken. So, aber beide sterben jetzt. Nummer 1. Sehr gut, Kleinstein. Sehr gut, Abra. Sehr gut, Shinox. So, Walzer und das Ding ist durch. Bam. Endlich. Wichtig und richtig. So, Plimper auch. Schön. Plimper Level 16. Könnten Level up werden, ne? Ja, okay. Na nur Plimper entwickelt sich. Juhu, da ist er. Flipprin. Flipprin. Flipprin ist cool. Ich mag Flipprin sehr. Das Pinguin-Pokémon. Dieses Pokémon kann durch Schläge seiner kräftigen Flügel selbst dicke Bäume umknicken. Es sucht im Eismeer nach Beute. Ja, es soll Metallklau erlernen. Für Heuler. Flipping hat Holler vergessen und Metallklau erlernt. Sehr schön. Gut, wir gehen jetzt zurück in die Höhle, wie ich gerade eben angesprochen habe. Weil, wie gesagt, wir nur durch den Weg oben weiterkommen. Ne? Und ich möchte hier erstmal noch gucken, was es hier zu entdecken gibt. Auch wenn es nur dieser eine Pokéball ist. Wir nehmen jetzt gerade mit. Ja, wir haben natürlich keinen Server. Ich kann dieses Fledermausvieh nicht mehr sehen. Ne, Plimper? Du bestimmt auch nicht.
mein süßes Pinguin-Pokémon. Wir hauen hier wieder schnell ab. Hallo, danke. So, für Felsgrab. Der Abstecher ging aber ziemlich schnell, ne? Oh. Hallo Knospi, ich habe auch keinen Bock mehr, dich immer ertragen zu müssen. Geh weg. Schön. Da kann man es ja schneller einsetzen. Auch schön. Okay, komm. Kugelsaat. Auch eine schöne Sache. Habe ich in meinem Leben wahrscheinlich noch nie angewendet und spiele Pokémon, seitdem ich 8 Jahre alt bin. Gute Sache. Ja gut, ins Pokémon Center zu gehen ist jetzt eigentlich per von der Säule, weil man es nicht braucht, aber so ist es nun mal. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Hast du noch was zu sagen? Okay, und Beeren tragen. Ja. Mach bitte meine Pokémon wieder fit, das wäre sehr lieb von dir, danke. Bam, 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 bam. Sehr schön, haben wir uns auch gedankt. Vielen Dank für die Geduld. Top fit, wir hören uns wieder. Tschüss. Hau rein. Zack, bumm, weg, never come back. So, habt ihr was zu erzählen? Honig. Und Geruss hin. Okay. Bitte sag nicht, das ist eine Käferarena. Willkommen in Florian. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich hab da ein mieses Gefühl. Hallo. Wie kann ich helfen? Ich würde gerne etwas kaufen. Ich hätte gerne Gegengifte. Ja. Ich hätte gerne Aufwecker. Ja. Ich hätte gerne Paraheiler. Ja. Ich hätte gerne Feuerheiler. Ja. Ich hätte gerne Eisheiler. Ja. Und ich hätte gerne das eine oder andere Fruchtseil. Danke. Ja. Und vielleicht. Vielen Netzbilder. Danke. Tschüss. Nein. Hau rein. So, dann sind wir wieder ein bisschen ausgestattet. Sehr schön. Flori. Eine schöne Sache. Haufenweise Blumen. Junge, 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 Junge. So, die Bären nehmen wir auch mit. Der Lehmboden ist wieder schön weich. Das freut mich. Amarena-Bären. Nehmen wir auch mit. Boden ist wieder nämlich weich. Schön. Eine Entenkanne, danke. Danke für die Beere. Ja, in so einem Geschäft kann man immer wieder reingehen. Hallo, wir tauschen. Wir gegen Sticker. Tschüss. Okay, und Team Galactica scheint hier ziemlich präsent zu sein. Gut. Das ist halt das Pokémon Center, ne? Ja. Gut. Da waren wir ja gerade drin. Hast du noch was zu sagen? Nein, ihr seid dankbar. Ja, du hast eine Jirachi. Juhu, dankeschön. Ist aber lieb, danke. Halt's Maul! Als ob. Als ob. Wir kriegen jetzt einfach hier gerade schon wie. Als ob.
Halt's mal, wirklich. Als ob. Wir kriegen die einfach so. Ach, ist das schön. Okay. Schön. Ah, hallo Pixie. Findest du es auch nicht? Ja, klar. Juhu. Auch wenn es nicht stimmt, immer antworten, was die wahrscheinlich hören wollen, ja? Sonst kriegst du die Items. Aber wir haben jetzt einfach Riachi und Mew bekommen. Okay, und da ist Team Galactica. Gut. Nach rechts kommen wir nicht, ne? Oder doch, da geht's noch weiter. Route 205. Ein Windkraftwerk, okay. Alter, werden wir bestimmt auch eine Aufgabe für kriegen, dahin zu gehen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt alle einfach hin können. So. Okay. Stolz sind Mitglieder von Team Alter oder einfach nicht. Jetzt sind wir mitten vom Blumenstehen. Ach, ich weiß auch nicht. Hey, hör auf zu motzen, das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Wo ich zugeben muss, dass ich Kiefer und Flansburg mal echt gruselig finde. Gut, also gehen müssen wir jetzt da zum Kraftwerk wahrscheinlich und da wahrscheinlich ein paar Rüpel-Mitglieder richtig schön ins Gesicht schlagen. So, Persoph-Bär nehmen wir mit. Danke. Nein, ich möchte keine Beere einpflanzen. Nein, ich möchte keine Beere einpflanzen. Ja, ich möchte die Maronenbeeren. Danke. Sehr lieb. Kann ich helfen? Hilfe mir! Hilfe mir! Hilf mir, Trainer! Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet mit Kraftwerk, wie Leute und die wie Astronauten. Okay, alles klar. Okay, wir können hier noch nicht lang. Gut, also von hier geht's dann weiter nach oben. Alles klar. Was ist denn Kraftwerk? Also, ja. Ein Trank, wunderschön. Geh bloß nicht ins Windkraftwerk, trotzdem versuchen wir es, lass mich durch den Kampf entscheiden. Okay! Ha, das Windkraftwerk. Okay. Ja, wir haben einfach Mew. Charmian, wir haben einfach ein Mew und wir haben einen. Das ist so surreal, wirklich. Wir haben ein Jirachi und wir haben ein Mew, Alter. Psycho, Stahlpsycho, Psycho. Wir haben so viele Psycho-Pokémon, wir sind ein richtiger Psycho-Trainer. So, Aquaknarre. Mogelhieb, natürlich. Natürlich auch noch ein Volltreffer und wir schrecken zurück. Nochmal, Katze, warum sind wir eigentlich so langsam? Dann. So, Charmian ist weg. So und nicht anders. Ja, klar. Hier, Ratchi und Mew, das kannst du niemandem erzählen. So, lass mich rein. Danke. Das ist von innen abgeschlossen, willst du mich verarschen? Jetzt aber. Das ist von innen abgeschlossen. Gut, ich hab's kapiert. Suche den K-Schlüssel. Ja, ich soll deinen Papa befreien, ich hab's verstanden. Aber wo ist der Schlüssel? Komisch, dass die Rüpel hier auf einmal weg sind. Hm. Das ist aber komisch. Richtig merkwürdig ist das.
Da fragt man sich natürlich, wo sind die nur hin? So. Und ihr seid auch. Ihr denkt auch nur an Honig. So, und Doppelkampf. Juhu! Oder auch nicht. Baumpel. Okay. Kommt ihr mir mit so einem komisches Käfer. Weißt du, wie war das noch? War, hieß es nicht, findet Pflanzen und Käfer-Pokémon gruselig? Und hat einen Baumpel. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Bam. Vergiften wäre jetzt ziemlich eklig gewesen. Baumpel ist tot. Mio Level up. Yo. Schalokus auch. Käfer. Stefokon, genau. Auch ein Pieks ans Gesicht. Das ist effektiv. Jetzt zerrt man einen. Piekser und das Ding ist durch. Sehr schön, Volltreffer. Schaloko wurde besiegt. Mio kriegt noch ein Level ab. Sehr schön. Und ihr wurdet besiegt. Gute Sache. Das ist peinlich. Okay, du willst kämpfen? Kämpfen wir. Ein Zubat. Wir tauschen mal, ne? Zu Scheinux. Ja gut, mit Horrorblick juckst du mich eher weniger. Ich will auch gar nicht fliehen, ich will dich kaputt machen. Bam! Okay, zweimal Donnerschock. Ja gut, Erstauner. Juckt mich nicht, bin ich ehrlich. Donnerschock. Zubat ist tot. Sehr schön. Scheinungslevel ab. Kleinstein-Level ab. Jirachi-Level ab. Sternschauer, auch schön. Und der Rüpel wurde besiegt. Ja, Wallek. So soll's sein. Nanu, Scheinungs entwickelt sich. Mit 15? Okay. Luxio. Schön. Das Funken-Pokémon. Es berührt Artgenossen mit seinen Vorderbeinen und teilt diesem seine Gefühle über rhythmische Stromstöße aus seinen Krallen mit. Süß. Okay, die Rotznase ist zu stark. Das war's. Lass zurück ins Kraftwerk gehen. Oh, hab ich vergessen. Das ist der Schlüssel. Nimm du ihn. Okay, mit dem Schlüssel erhalten. Sehr schön. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Gar kein Thema. Hier bitte. Und ein Glas Honig. Danke. Okay. Hat so Lockduft, so mäßig, ja. Okay. Okay, alles klar. Weirde Typen. Gut. Aber ich werde jetzt auch nur zur Windkraftanlage gehen. Das war's dann auch für die Folge. Damit danke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like, ein Kommi und ein Abo da. In diesem Sinne, haut rein. Bleibt gesund. Tschüss.